Und zurück zu Resident Evil 7. So, weiter geht die wilde Fahrt. War da oben nicht der Durchgang? Ah ne, da war hier nicht. Okay. Schauen wir mal, wie wir in die Tür rein. Da gibt es ja nicht mehr. Bombe im Fernsehen, ne? Immer geil. Boah! Machen wir gleich mal so. Du Vieh. Boah, Alter. Schauen. Nope, hier ist nichts mehr. Okay, das ist die Holz, da gehen wir jetzt aber noch nicht rein. Verschlossen. Hier können wir noch mal das Ding anwenden. Bomben sind immer gut. Ich hoffe mal, wir brauchen das jetzt auch nicht mehr. Und werden uns auf jeden Fall noch kombinieren. Genau, haben wir auf jeden Fall eine große Heilung noch. Und sind wir noch grün, okay. Okay, da war nichts mehr. Down oder nicht, du Vieh? Boah. So, Bomben haben wir jetzt noch. Noch drei, okay. Scheiße, da hätte man gleich durchgehen sollen. Okay, wo müssen wir jetzt hin überhaupt? Das war doch das, wo wir vor dem Video hier hoch schon sind, oder? Kann das sein? Ah, okay, das ist der Raum. Hier war doch ein Speicherding, oder? Scheiße, ist nicht mehr da. Okay, dann schauen wir mal in die Tür hier rein. Okay, das ist der Mann vom Feuer. Okay. Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht.
Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie. Okay, warte. Ivy, nein, Ivy! Ivy! Alan, hör zu! Ich hab dich so gemeint! Sie Ivy. Versucht, die Kontrolle ich, zu ich, übernehmen! Ich, du musst ich, sie bekämpfen! Oh nee, oder? Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Na, super. Komplett besessen. Okay, Fahrschuss außer Funktion. Wir sind in 3F. Hier nochmal um. Hier sieht man natürlich gar nichts. Es scheint nichts zu geben. Okay, gehen wir an dem Laptop mal ran. Aber ich will dir nur eins sagen, wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Such mich nicht. Vergiss, dass du mich je... Okay. Sie hat dann für die Regierung gearbeitet. Alles klar. Alles klar. Sehr cool gemacht mit der Story, sehr, sehr cool gemacht. Das können wir hier wahrscheinlich nicht, weil wir kein Mittel mehr haben. Na doch. Okay, ich muss irgendwie... What the fuck? Wir werden für immer zusammen sein. Wie, du elendiges. Okay, Leute, ich kann nichts machen. Geil. Okay, das ist nicht so geil. Die Familie Baker hat sie dann bestimmt gefunden.
Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. So ein kleines Gehör. Okay, wir können es auf jeden Fall speichern. So, speichern wir das mal ab hier. Okay, wir haben jetzt wieder nichts. Sehr gut. Flüssige Chemikalie. Schauen wir, was es sonst noch alles so gibt. Aber erst mal hier rein. Ah, was gibt's da? Die Inhalte mitgenommen. Okay. Gehen wir aber erst mal hier rein. Schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Ja, hier gibt es ganz viele Sachen. Schön. Kräuterchen. Kaputt, okay. Oh, hier gibt es ganz viele Sachen noch. Schießpulver. Chemikalie, sehr gut. Maschinengewehrmunition. Kein Dietrich. So ein Dreck. Gehen wir hier nochmal. Ach, okay. Kommen wir da nicht rein. Da brauchen wir so ein blödes Ätzmittel. Kriegen wir nicht auf, wenn wir keinen Dietrich haben. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Fahrstuhl. Maschinengewehr haben wir auch nicht. Das kriegen wir bald. Okay, Werkzeug benötigt. Gehen wir da hoch. Okay, schon ziemlich demoliert alles. Okay, ist Kamera. Vielleicht funktioniert er noch. Okay, S2. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Sieht aus wie bei Alien irgendwie. Da sind auch immer so eingesponnen worden. Boah.
Leg an! Hör auf, Evelyn! Verdammte Halluzination! Wo ist sie? Mal so ein Maschinengewehr oder so. Suchen wir hier aber erst noch alles ab. Ganz schön großes Schiff, ey, Wahnsinn. Krass. Komplett eingesponnen alles. Ist auch nichts. Wir müssen also in S2 runter. Kapitänskabine. Oh! Nein! Wir haben kein Dietrich-Match. Kreuzschlüssel. Okay. Karte des Schiffs. Okay, Kapitänskabine. Brücke. Wir müssen. Da hinten müssen wir praktisch raus. Okay, dann können. Scheiße. Wäre zu schön gewesen. Hier wird nichts mehr. Okay, gehen wir hier lang. Da ist 4F. Ne, da sind wir reingesprungen. Das bringt uns hier fast nichts. Okay, kommen wir wieder hier rein. Bombe. Sehr gut. Ich komme nicht weiter raus. Okay, kommt man nicht durch. Aber es gibt doch gar keinen anderen Weg, oder? Hier geht's ja bloß wieder raus. Also, na, der muss aber doch weitergehen, oder? Hier muss es doch weitergehen. Jetzt, wir haben noch den Schraubenschlüssel da bekommen. Wir können auch bestimmt beim Fahrstuhl unten die Schraube da öffnen. Okay. Okay. Gleich festhalten kann. Was ist das hier? Oh ne, oder? Das ist ein Messer. Leute. Was war denn das jetzt hier noch? Gibt's denn hier noch was? Ah, da brauchen wir eine Sicherung.
Hier brauchen wir ein Netzkabel. Luis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Waddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Okay, 3F. Wir sind jetzt in 2F. Können wir jetzt die scheiß Kisten hier öffnen? Bombe, okay. Ich hab nämlich mein Ding, ich weiß gar nicht, wie es aussieht von der Energie her. Auf jeden Fall mal ein Kraut nehmen, ist nie verkehrt. Wir laden gerne die Knifte nach. Die Knifte nachladen, Leute. Ist geil, wenn du Maschinengewehrmunition ohne Ende findest, aber kein Maschinengewehr. Ist hier denn nichts drin? Raus. Hä? War ich hier schon mal? Okay, was gibt's hier? Lässt sich nicht öffnen. Mei, oh mei. Wenigstens Kraut ist immer gut. Ein Kräuterchen. So Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt aber hier an der Stelle einen Cut und schauen auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Schaltet wieder ein. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da oder auch ein Like und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.